Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Wir machen uns heute Weihnachten im Glas. Es ist unser Weihnachtsdessert für 2022. Und was gehört für euch zu Weihnachten dazu? Also für mich ist es zum Beispiel Lebkuchen, Kirschen, Zimt, einfach gemütlich und leckeres Essen. Und genau so ist dieser Nachtisch. Und deswegen gibt es heute dieses leckere Dessert. Wir brauchen für 4 bis 6 Gläser, das hängt natürlich immer mit der Größe von euren Gläsern zusammen, folgende Zutaten. Zum einen brauchen wir jetzt Sauerkirschen, dann etwas Speisestärke, Lebkuchen, Mascarpone, Quark, Milch, Zucker, Vanillezucker und Baileys. Und das war dann schon alles. Ihr findet das ganze Rezept mit Zubereitung und Zutaten auch unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und jetzt legen wir los. Und als allererstes werden wir uns jetzt das Garkörbchen einsetzen, weil wir ein Glas Sauerkirschen abgießen. Und dafür können wir einfach das Garkörbchen als Sieb verwenden. Und den Saft haben wir dann auch gleich da, wo er hingehört, nämlich in den Mixtopf. Mein Glas hat jetzt die Füllmenge 680 Gramm und 350 Gramm Abtropfgewicht. So, das lassen wir jetzt kurz einmal abtröpfeln und holen uns eine Schüssel. In die gebe ich nämlich jetzt meine abgetropften Kirschen. Also einfach mit dem Spatel wieder das Garkörbchen rausholen. Noch kurz abtropfen lassen. Kommt immer noch mal ein kleines bisschen nach. So, und jetzt werde ich die Kirschen hier reinfüllen und den Kirschsaft etwas andicken. Dafür gebe ich 20 Gramm Speisestärke zu dem Kirschsaft neben das Messer dazu. Habe ich mir vorher natürlich schon abgewogen. Dann Deckel aufsetzen. 5 Sekunden auf Stufe 5 vermischen und danach 6 Minuten bei 100 Grad auf Stufe 1 aufkochen. So, unser Kirschsaft ist angedickt. Ich zeige es euch gerade mal. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Den gießen wir jetzt einfach in die Schüssel zu unseren Kirschen dazu. So, einmal gut auskratzen. Und dann komplett abkühlen lassen. Ich werde meine Schüssel einfach in die Speisekammer stellen, da ist es schön kühl, da geht es ein bisschen schneller. Und in der Zwischenzeit müsst ihr euch den Mixtopf spülen und dann kann es auch schon weitergehen. Also bleibt unbedingt dran. Ja, mein Mixtopf ist wieder schön sauber. Ich habe da einfach mein Basis-Vorspülprogramm ausgewählt. Kennt ihr ja, geht rucki zucki, braucht man nur ein bisschen Wasser, also bis zur 1 Liter Marke. Ein Tropfen Geschirrspülmittel rein, Deckel drauf und dann eben Vorspülfunktion Basismodus. Und in ein paar Minütchen habt ihr wieder einen schönen sauberen Mixtopf. So, jetzt geht's aber weiter mit unserem leckeren Rezept. Und zwar brauchen wir jetzt Lebkuchen. Ich habe hier so einen Lebkuchen mit richtig schön dunkler Zartbitterschokolade drumherum gewählt. Und davon nehmen wir jetzt ungefähr 80 bis 100 Gramm. Könnt ihr mal schauen, wie das eben mit den Lebkuchen ausgeht. Ich werde sie gleich halbieren bzw. so ein bisschen durchbrechen einfach. Und dann mal schauen, wie viel wir brauchen. Ja, so 86. Ich könnte jetzt noch einen reintun. Ja, ich glaube, ich mache das. So, jetzt haben wir zwar ein bisschen mehr wie 100 Gramm, macht aber nichts. Ihr könnt ja mal schauen, wie es bei euch ausgeht. Jetzt setze ich den Mixi-Beißer rein und zerkleine den Lebkuchen 5 Sekunden auf der Stufe 3. So, jetzt schauen wir mal, wie der Lebkuchen aussieht. So. Ihr könnt es natürlich auch noch ein bisschen länger zerkleinern, falls euch die Stücke zu groß sind.
Ich finde sie ganz gut so. Ich mag das ja lieber, wenn man noch sieht, was man isst. Kennt ihr ja schon von mir. Ich werde sie jetzt in ein Schüsselchen einfach umfüllen und zur Seite stellen. Mixtopf brauchen wir dieses Mal nicht spülen. Einfach schauen, dass er gut ausgekratzt ist und die Krümelchen raus sind. So, das reicht schon so. Wie gesagt, den Lebkuchen, den zerkleinerten, den stelle ich mir einfach mal an die Seite bis später. Jetzt machen wir uns unsere leckere Creme. Und zwar brauchen wir dafür einen Becher Mascarpone. Zwei Becher Speisequark, also insgesamt 500 Gramm. Ich habe jetzt einen Quark mit 20% Fett gewählt. Wer es ein bisschen fettreduzierter haben möchte, der kann natürlich einen Magerquark nehmen. Eins und zwei. Damit das Ganze ein bisschen cremiger wird, gebe ich jetzt noch 30 Gramm Milch dazu. Ein Teelöffel von meinem selber hergestellten Vanillezucker. Falls ihr euch auch mal selber Vanillezucker herstellen wollt, setze ich euch das Video gerne dazu nochmal hier oben in die Infocard. Und wir brauchen Baileys. Und zwar könnt ihr da den Original Baileys nehmen. Ich verwende heute aber die Limited Edition, ist es glaube ich, die Tiramisu Version. Finde ich einfach genial. Falls ihr Tiramisu liebt, müsst ihr unbedingt diesen Baileys mal ausprobieren mit Tiramisu Geschmack. Echt mega lecker. Unbezahlte Werbung ohne Auftrag habe ich selber gekauft. Aber ich finde ihn einfach klasse und wieso soll ich es euch da nicht sagen, ne? Also und davon geben wir jetzt 140 Gramm dazu. Und für die Süße noch 80 Gramm Zucker. Könnt ihr auch reduzieren oder erhöhen, ganz wie ihr mögt. Jetzt können wir den Deckel schon wieder aufsetzen. Und 15 Sekunden auf der Stufe 4 verrühren. So, schaut mal. Das riecht schon so mega lecker. So sieht unsere Creme aus. Oh, zum Reinsetzen. Ich fülle sie mir in ein Schälchen um. Hol mir noch schnell meine Kirschen und dann können wir auch schon anfangen, das Ganze auf Gläser zu verteilen. Also holt euch schöne Gläser, in der ihr dieses leckere Weihnachtsdessert servieren wollt und dann legen wir los. Ja, es kann weitergehen. Ich habe mir meine vier Gläser geholt. Das sind genau die Dessertgläser, die ich auch an Weihnachten nehmen werde. Ich habe leider nur vier davon. Das war so ein Viererset von Ikea, weil auch mal ganz viele fragen, wo ich meine Gläser, meine Dessertgläser, Schälchen und so weiter her habe. Also diese sind von Ikea. Falls ich noch Material über habe, habe ich hier aber noch ganz einfache Gläser. Die sind auch von Ikea und da werde ich dann den Rest eben reinschichten. So, jetzt fangen wir an. Und zwar werden wir als allererstes den zerkleinerten Lebkuchen auf die Gläser verteilen. Dann kommt etwas Creme, anschließend Kirschen und wieder Creme und wieder Kirschen, so lange bis das Ganze aufgebraucht ist. Ja, und so sieht dann das fertige Dessert aus. Weihnachten im Glas. Schaut mal, was sagt ihr dazu? Wird es das bei euch an Weihnachten geben? Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Das ist definitiv unser Weihnachtsdessert 2022. Ich finde es einfach perfekt.
Wer mag, kann jetzt natürlich auch noch ein bisschen Zimt oben drüber geben, weil Zimt ja eigentlich nie an Weihnachten fehlen darf. Und dann bin ich gespannt, wer es nachmacht, wer es ausprobiert und wer es wirklich an Weihnachten dann seinen Lieben serviert. Ich freue mich sehr auf euer Feedback.